Dann haben wir mal, dass wir die jetzt sofort machen können hier. Das ist wieder eine Zweier-Mission. Es ist zum Kotzen. Ja, Markus, deswegen sage ich ja, man sollte was anderes machen. Ja, ich will aber einmal durchziehen, bitte. Die letzte ist auf jeden Fall... Ja, aber ist doch scheiße, wir sind hier eine Vierergruppe und wir machen Zweier-Missionen. Dann brechen wir hier ab. Dann brechen wir hier ab, ganz einfach. Dann das so... Ich würde... Das weiß ich auf jeden Fall, dass das die letzte Zweier-Mission dann wird sein, weil die letzte ist so fährt. Ich kenne die letzte Mission, aber gut, okay. Das sind vier Dinger oder so nur. Gut, dann lad du bitte was anderes ein. Dann müssen wir da mal weitermachen, wenn wir dann immer mal Bock drauf haben. Machst du denn die Playlist weiter oder was, Markus? Oder was machen wir? Ja. Okay. So. Ladung ist raus, Käffchen. Ja. Ein Deathmatch. Okay, machen wir Deathmatch heute. Ich habe die Einladung tatsächlich nicht gesehen. Aber da ich die Einladung und alles vom und dran, die ganzen Kommentare daneben, habe ich alles rausgenommen. Ah, ich habe jetzt die Playliste wieder angemacht. Ja, wie gesagt, vollkommen okay. So, seid ihr alle soweit? Ja. Ja. Ach, wir machen wieder normales Deathmatch, kein Team Deathmatch, oder? Nee, ich dachte, wir machen, weil wir haben nachher noch was mit Teams. Mach doch alles gut. Bevor wir nur wieder zu zweit jeder uns verstecken und warten, dass der andere sich bewegt, das ist doch besser. Ja gut, bei der Vierer-Mission, ne? Aber alles gut, wie gesagt, ich nehme es gerne so, wie es so ist. Dann schießen wir uns heute, Leute. Enrico auch bereit? Yes. So, bereit. Jeder alleine? Lol. Ja, sag ja, das war kein Team, das mit. Na toll. Keiner mag Camper. Ich bin gecampt. Doch, du hast schön in der Ecke gestanden. Du hast schön in der Ecke geklebt, das habe ich gesehen. Ja, ich habe ja auch das Handy vor mir. Ich bin wohl, dass ich mich irgendwo hinstelle, oder? Camper, ich gebe Camper. Da oben.
oben stehst du. Ich hab's schon gesehen. Keiner mag. Ja, das war klar. Das war deine Granate, die aber noch kam, aber ich hab dich vorher gekriegt. Und? Alles gut? Scheiße! Alter, wie viel frisst du? Du hast ja gar nichts mehr gehabt eigentlich. Alter, ich schieß drauf, passiert nichts, die stirbt nicht, sie dreht sich einmal um, haut mich weg. Ich fall erstmal hier bei Markus vor die Füße. Ja, und mir. Also ich versuche voll explodieren. Als drei hintereinander. Jetzt hab ich hab nichts mehr gehabt an Leben. Ich habe auch gut noch vorher was gefressen gehabt. Ich hätte eh nicht mehr viel, von daher. Mann, das Bulli. Na, das ist das Problem, wenn du mit 2 gegen 2, 3 auf einmal hast. Okay. Oh. Ich hatte volles Leben und trotzdem direkt 2 Schüsse war ich tot. Also du hast wahrscheinlich den auf den Kopf gesetzt. Ja, ja. Eine Explosion. Jo, du verlierst halt auch kein Leben. Ich schieß die ganze Zeit auf dich drauf. Einfach nur behindert. Wow, ich hab eine Niederlagenserie. Glückwunsch. Da steht der! Ich hab die ganze Zeit auf einmal, ich weiß nicht, wer da vorne an dem Auto noch stand. Hä, hey, ich bin gerade mal gespawnt. Hm. Also. Hm.
Du bist nämlich auch gerade erst dort gespawnt. Wie war das mit Campen? Ich kämpfe nicht, ich stehe hier nur. Ich warte. Markus hat mal gecampt. Ja, du bist campst, du musst aber auch ein bisschen zwischendurch mal campen. Geht nicht anders. Na gut, das war auch jetzt nur Abstauberkill. Wie gesagt, ein Rico hat schon gut gekostet. Ah, zwischendurch ist es einfach so, dass du campen musst. Bei 4 Leuten auf der Map. Muss ja ein bisschen aufpassen. Oh oh. Leck mich doch am Sack, Alter, da stehst du, das ist doch nicht wahr. Nee, ich hab dich nur verfolgt. Ja, schön, das Problem, ich hab dich nicht auf der Map gesehen. Tja. Ach, alles gut. Nicht so. Ich darf auch. Warte, was? Ich nehme mal wieder schon aus dem Mund. Ja, ich nehme. So, tut mir leid, kann ich nichts für, dass das sowieso mal rauscht. Geht's jetzt wieder besser, oder? Ich war mehr am Pusten. Nee, gerade eben hast du ins Mikrofon gepustet beim Atmen. Okay. Schon wieder. Immer noch. Ich lass mich atmen. Ich kann es nicht dafür. So. Was stehst denn du? Ja, wie sieht den am besten nicht an? Brauchst du nicht? Stirb doch mal! Alter, ich hab so viel in die Mauer reingeballert. Ich hab eigentlich Markus verfolgt, aber ganz gut. Schade, ich hab gedacht, ich kann den Ricos Leiche über das Dach hinausschießen, aber was will ich. Gott sei Dank hab ich dich doch gekriegt, ey. Viel Glück dabei gerade. War mir klar, dass du da hochgeklettert bist. Ich so, wo ist denn jetzt so schnell hin? Ich sehe dich da nur runterspringen. Gewonnen. Was? Nur Zweiter? Ich hatte 2 Vorsprung bei 10 Sekunden Ende noch. Ja, ich weiß, ich habe gerade noch Dings geholt und dann Markus nochmal geholt. Ja, Abstauber. Abstauber. Ja, ich hätte eigentlich klar gewonnen. Na egal, alles gut. Trotzdem okay. Mach auf Pause, meine Güte. Schöne Musik.
Ein Auto fahren. Eigene Fahrzeuge eingeschränkt. Aber das kommt wieder so, ist wieder so eine Strecke, die mich dann hasst, wo ich dann einfach random einfach weggeschoben werde. Oder wo Markus als einziges sein eigenes Fahrzeug benutzen kann. Ja, wahrscheinlich kann Markus als einziger sein einziges Fahrzeug benutzen, ja. Nö, ich hab keins von diesen Hotring-Autos. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich eins habe. Aber ich weiß, ich verstehe nicht, hat er das eingeschränkt. Na, du kannst zwar ein eigenes Auto verwenden, aber nur halt von der Klasse dieses NASCAR-Autos da. Nee, dann hab ich keins. Also wenn du so eins hättest, dann könntest du dein eigenes verwenden. Ja, dann wird's klar für jeden, glaube ich, gleich, weil ich glaube nicht, dass irgendwer das. Ich weiß nicht, ob das einer von euch hat. Nö. Naja, trotzdem wieder Frust. Oh, warum gibt's das nicht in Schwarz? Dann nehme ich das. Oh, den Anzug gibt's in Schwarz. So. Ich habe auch diesmal nicht 50.000 Fallschirmsprünge eingebaut, ja. 49.999. Hä, der war doch nicht bunt. Oh, ich hasse das. Du hast wahrscheinlich nicht übernommen. 5 Runden? Alter, ernsthaft? Weißt du, wie fix das geht? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Rennen ist. Das ist nur im Kreis fahren. Das ist NASCAR, wie hier Rennen fahren. Mal gucken. Hey! Es schiebt hier recht, dass du jetzt in die Wand gefahren bist. Was? Ich wollte nur kuscheln. Oh, da wird er gleich eifersüchtig. Ah ja. Aber hat eine Strecke, die hat gleich noch irgendwas für mich. Ich muss mich noch raus oder so. Du legst mich hier nicht raus. Oh nein! Das Lied. Das ist so ein mexikanisches Lied oder so. Junge! Geil, ich kann hier unten weiterfahren. Naja, dann mach ich's so. Oder du drückst Dreieck und spawnst. Dreieck gedrückt halten. Lebt nicht in der Mond. Wenn das dann übernimmt. Bei mir jetzt setzt man nicht einfach nicht immer, hat das nämlich nicht genommen. So. Runde 3. Hauptsache, der feiert das Lied voll. Dann kannst du dir ja runterladen. Nee, voll in meiner Galerie. Schön genug. Am besten so als Wecker, ne? Naja. Wecker? Achso, nee, dafür habe ich mein Festnetz. Ich kann dich versichern. Könnt ihr euch da hinten mal bitte wegschießen?
Runde 3. Runde 4. Sagen, hä? Wiederholung. Ja, Wiederholung, weil für mich eine Runde Rückstand auf alle anderen. Hä? Bist du doch nicht da vorne? Hä? Was? Was meinst du, Markus? Ja, das war ein Scherz. Weil ich dachte, wir haben Runde 3, aber es ist Runde 4. Attack-Modus. Warte mal. Letzte Runde. Was ist denn das für ein komischer Punkt da vorne? Das ist Enrico. Ich runde den jetzt gleich. Ja, ich warne dich. Ich warne dich, Enrico. Weil du jetzt mich da wegschießt. Nein, weil dieses Safe Car. Dankeschön. Och, das meine ich. Ja, warum? Ich sag dir doch extra noch, warte. Warte, ja, ich führe 5 Runden rennen und du schießt mich einfach weg, Herr Bimberunden. Ach Mann, ey. Ein Safe Car. Ja, Safe Car, genau. Safe Car für den Sieg. Nee, ich kann ja nicht gewinnen, ich liege ja hinter euch. Nee, du hast mich aber weggeschossen, das hat mir komplett das Rennen gekostet. Und ich hab doch gerade Markus überholt, ernsthaft. Ja, fahr weiter, egal, komm. Hier, fahr. Scheiß drauf. Brauchst mir den Sieg, brauchst mir den keinen Dings schenken. Ach Mann. Ein Random in der Online-Lobby hätte das nicht besser hingekriegt, Enrico. Ja, das hat er schön gemacht. Weil ich dachte, okay, du gehst komplett da rechts rüber, weg und alles drum und dran und in dem Moment ziehst du komplett rüber zu mir. Und schießt mich bei der Geschwindigkeit komplett aus dem Rennen. Simon, es ist doch nicht so weit, das Tür auf rum zu. Nee, meine Güte. Das meine ich jetzt nicht. Ich bin doch hier in der Tür rum, du dummen Fisch. Kriegst du überhaupt noch was mit? Schmollsack. Geduld. Last week sending.